Oh mein Gott, ich sitze, ich habe gerade mit meinem Kissen Probleme gehabt. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mafia 2, die Definitive Edition. Wir waren ja letztens da stehen geblieben, wo wir unser Auto zurückfahren müssen. Und ich muss noch was dazu sagen. Und zwar war ich jetzt hier hinten. Und ich muss ehrlich feststellen, man kann diese Fahrzeuge, die kaputt sind, jetzt reparieren. Ich weiß nicht, ob es da was damit zu tun hat, dass ich ja, was denn? Wieso ist das nicht auf? Dass ich ja, dass ich einmal die kleine Zwischennebenmission hatte. Wow, das klingt ja genial. Diese kleine Nebenmission, wo ich diesem Pärchen, was ich da so gestritten hatte, also vielleicht kann ich euch noch erinnern, da war so ein Pärchen, die hatten sich gestritten, das war noch im Winter, das war noch nach dem Krieg, wo ich in der Nachkriegszeit dort zurückkam und dort denen geholfen habe, ihr den Motor repariert hatte und so. Vielleicht ist es deswegen entstanden, ja. Okay, jetzt lass erstmal zurückfahren, ja, ist schon genial, ja. Der Klang alleine reicht, ich brauche keine Musik. Nee, Musik muss ich jetzt nicht einmachen. Den Schalten meine ich natürlich. Ja, kann es sein, dass solche kleinen Dinge so entstehen, ja. Oh, jetzt sind wir wieder unter Menschen. Jetzt muss ich wieder aufpassen, ja. Dass mich die Putzelei nicht erwischt. Oh, der Wendekreis scheint ein bisschen anders zu sein. Aber dennoch ist es immer noch ein Kübel. Es ist immer noch die Kübel aus der Zeit. Auch wenn ich diese Autos liebe, aber in dem Spiel ist es doch extrem. Wenn man wenden will und alles, dann ist schon krass. Ich glaube, wir sollten das Auto erstmal bei dem Kollege hier verkaufen, auf dem Schrottplatz, gehe ich mal davon aus. Und die Polizei folgt uns auch schon wieder, ja. Wir müssen langsam bleiben, sonst blinkt hier wieder was auf, wir werden wieder gesucht und ja, ihr wisst schon, das sind die zügigen Zähler, das übliche Gedöns. Schön aus, Empire Base. Ich habe ja nichts auszusetzen. Außer das eine Mal, wo in der letzten Mission das Licht so extrem grell war, wo wir die Leiche verscharrt haben. Ja, das kann natürlich auch wieder passieren. Warum auch immer das so war, weiß ich jetzt nicht mehr. Habe ich zu lange ins Licht geschaut? Oder so? Ist das manchmal der... jetzt keine Schramme mehr bis jetzt. Na, lasst mich doch mal hier durch. Ihr seid doch sowieso zu lahm. Ihr habt doch keine Chance gegen meine Trauer unter der Haube. Ihr zwingt mich dazu, Manöver zu machen, die ich eigentlich nicht mache, weil mit dem Umlenken. Geh weg. Nein, der war ja gar nicht hier unten. Nein, ach nein, es geht jetzt in die... Okay, in Richtung Hafen.
hier auch was rum. Oder ist das das Übliche, was ich bis jetzt noch nie gefunden habe? Der Playboy, der... Ah komm, niemand rennt so rum. Direkt drauf zu. Steige in das Auto. Wieso sollte ich denn nochmal einsteigen? Steig nicht nochmal ein. Na also, warum soll ich jetzt nochmal ins Auto steigen? Gib Eddie einen 2000 Dollar. Wieso soll ich den 2000 Dollar geben? Naja, so, okay, ja. Wieder ein Ding, wo ich so muss wie... Wie renne ich jetzt gleich? Ja, okay, okay. Was kann ich für dich tun, Kleiner? Nichts los heute. Tut mir leid, Vito. Nichts los, auch nicht hier oben. Nichts zu finden. Soll ich denn jetzt gehen? Soll ich hier unten in die Halle hingehen? Ja, ich glaube... Wo ist denn der Eddie? Hä? Hey? Was ist denn mein Ziel? Ist mein Ziel jetzt wieder am... Ach. Am A der Welt ist mein Ziel. Ich darf nicht mal das Auto nichts losziehen, weil ist nichts. Ja, ich muss mir auch irgendwie fahren, ja. Solche Musik laufen lassen. Ich hatte. Ach so, wenn ich die Musik schon vorher im Auto ausgeschaltet habe, dann habe ich die auch hier schon ausgeschaltet. Na gut, es ist halt viel rumhergefahren. Ich meine, ich kann es nicht ändern. Es ist eben, wie es ist. Ich wohne in die Ruhe. Ah, ich gebe schon Gas. Sollte man zwischendurch auch mal machen, diesen komischen Stopper von der Geschwindigkeit ausschalten. Komisch, es lenkt sich ganz gut um die Ecken. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin angekommen. Ist das jetzt hier richtig? Das war doch hier falsch jetzt, oder? Ah, ich bin richtig. Und? Hier, das Geld. Da bin ich aber erleichtert. Diese verdammten Halbstarken. Jetzt wissen Sie, wie der Hase läuft. Gute Arbeit, Jungs. Euer Anteil. Danke, Eddie. Brauchst du uns noch oder war's das für heute? Ich hätte noch was zu erledigen. Geht ruhig. Heute liegt nichts mehr an. Ich melde mich, wenn ich euch brauche. Okay. Okay, okay, okay. Ja. Ich bin den ganzen Weg hier lang, ohne was zu finden. Ciao, buonasera.
Nein, nicht Spawner, Sarah. Ich suche erstmal noch was. Gibt's hier keinen Playboy? Habt ihr kein Versteck hinter der Kasse oder so? Wir sehen uns bald wieder, ja? Ja, wir sehen uns bald, ist klar. Keine Schmuddelheftchen. Schau, wie geht's weiter? Da erstmal in die Richtung, die mir angezeigt wird. Das kann ja diesmal nicht so weit weg sein. Es ist entweder das Stück zu Hause sein, wo ich hin muss. Ja, das Mafiosi-Leben ist nicht immer mit Hektik und Stress und Gangster verbunden. Muss auch manchmal herreichen. Und nach den Regeln fahren. Lenkt sich wirklich gut rum. Ja. Ich bin zufrieden mit meinem Kübel. Bis jetzt. Ja, nicht gleich. Ich muss keinen Knicks machen. Ist schon in Ordnung. Ich überlege manchmal, ob ich das jetzt erst skippen soll, aber ich glaube nicht. Ich bin voll konzentriert, deswegen erzähle ich manchmal nicht so viel. Es ist einfach, weil, ja, Empire Bay, was soll ich erzählen? Eine gut langsamer. Ich glaube, irgendwann kriege ich auch noch mal ein richtig gutes Haus und einen guten Boden. Das ist noch meine Bleibe. Das ist die Garage. Alles drin, was ich brauche. Schauen wir mal. Lag jetzt ein Playboy rum? Nein. Nicht wirklich. Aber ich höre auch schon mal ganz oben. Denn ich glaube, ich wohne ganz oben. Stimmt. Ich wohne ja hier oben. Schauen wir uns erstmal um. Das hatte ich ganz vergessen. Hier ist mein Bett, mein verkümmertes. Ich würde sagen, zum Einschlafen trinken wir erstmal ein Bier. Sind leicht beschwipst, wie man sieht. Okay. Dann schauen wir mal. Gespeichert und Kapitel 9. Freunde, Kapitel 9. Balls and Beans Uptown, 6. Mai 1951 sind wir. Telefon klingelt, ja. Wie ich gerade mitkriege. Handys gab es noch nicht. Also müssen wir das Telefon jetzt nehmen. Okay. Was gibt es Neues? Hallo? Wie
haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen, fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Das war's dann mit meinem Sonntag. Okay. Es geht hier um Randale. Wahrscheinlich. Nein, das mag die Jacke nicht. Das ist immer dieselbe. Das wäre gut. Schade, ich habe keine Brille auf. So. Hier ist die Polizei. Machen Sie auf! Was? Wo ist die Polizei? Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Wenn Sie die Tür nicht aufmachen, machen wir sie auf! Ich mal leiser machen hier. Okay, einen guten fahrbaren Untersatz. Sperrt. Weil der Wagen davor steht, oder habe ich das richtig gelesen? Na, ah, so. Alles klar. Der Wagen davor steht. Ein Fahrbahnuntersatz. Der sieht zwar genial aus, aber der ist. Ich überlege gerade nicht. Nein, ich glaube nicht. Der ist cool. Der ist cool, oder? Ja, ja, passt. Passt, passt. Ich hab jetzt nur eine Sekunde weggeschaut. Ich schwöre. Lass mich vorbei oder willst du, dass ich in den Laster fahre? Moment, Moment, ich bin kurz raus. Das ist eine Sekunde nicht aufmerksam gewesen. Das ist nicht gesund. Mich normalerweise wegen meiner kaputten Motorhaube schon anhalten. Eigentlich theoretisch praktisch, aber es ist ja nicht so. Es sind Videospiele und die sind nicht immer realistisch. Soll ja auch nicht sein. So, wir sind irgendwo da. Weil das der Punkt ist hier. 6-6? Nein. Okay. Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito. Was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone. Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die zwei führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3?
Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er damit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Oh, ordentlich Artillerie, das habe ich natürlich. Ja, mache ich. Ich habe zwar das Auto. Passen Sie doch auf, wo Sie hinlatschen. Pass da auf, wen du ansprichst. Wo Sie hinlatschen. Artillerie-Moment. Wir machen das jetzt richtig. Richtig, so wie das sein muss. Treten Sie ein! Was kaufen wir uns denn mal? Schrotflinte. Aber mehr gibt's nicht. Munition? Ach so, das ist nur Munition, was du hast. Ausgezeichnete Wahl. Was ist eine Waffe ohne Munition? Wieso nicht die Schrotflinte? Ihr Geld ist hier. Ja, ich weiß. Geht doch nicht direkt auf die Straße. Was rollt ihr euch genau dort ab, wo hier Polizei rumsteht? Das ist ja schlimm. Okay, Beschattungsmission. Ich muss nicht mal bremsen und der lenkt ganz gut in die Kurven rein. Also. Lukas Wagen? Ah, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Auch mal losfahren. Ich glaube, ich habe seinen Wagen. Nicht derselbe Wagen dürfte das sein. Blöder Zivilist. Oh, jetzt dampft mein Auto. Oh nein. Nicht nochmal. Der bremst extra. Das muss ich wirklich drauf fahren wahrscheinlich. Riverside.
Marys Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Na klar. Eddie hat wohl recht. Was ist das? Ich muss unbemerkt da rein. So ist der Sound so komisch. Also hört ihr das auch? Aber er sieht aber auch aus. Aber sie haben gelacht. Sie haben sich lustig gemacht. Hey Alter, was ist mit dir? Alles in Ordnung? Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wie man in das Schlachthaus da kommt? Und, was wollen Sie da drin? Mein Hund ist reingelaufen. Ich suche ihn. Ihr Hund, ha? Ja, wissen Sie, wie man reinkommt oder nicht? Also erstens mal muss ich Ihnen sagen, Sie sind ein miserabler Lügner. Zweitens, da Ihr Hund keinen Schlüssel für das Gebäude hat, muss er wohl durch das Abflussrohr reingekrochen sein. Durch die Kanalisation? Okay, danke. Mein Hund hat keinen Schlüssel, nein. Den hat er nicht. Ich hoffe, ich muss das Auto nicht nochmal nehmen. Viele Ratten! Sie kommen immer und wollen stehlen? Aber ich gebe ihnen nichts. Es gehört mir. Ich trinke es. Gibt's hier auch was zu finden? Schmuddelheftchen. Ich kann sie nicht brechen, ich kann sie nicht wegschaffen. Schätze, das kann ich aufbrechen. Jetzt habe ich einen Anzug angezogen und... Mann, wie das stinkt! Durch die Kanalisation. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Ja, das machen Hunde manchmal, die haben das so an sich. Die kläffen einfach alles voll, was irgendwo rumherläuft. Auch wenn es keinen Sinn macht. Ah, Scheiße! Oh, ich sehe hier was, ich sehe hier was. Ah, wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Halleluja! Ja, ich hab nichts gesehen. Oh Mann. Das erscheint aber auch so schnell. So, jetzt müssen wir noch aufpassen. Der Hund vielleicht dann noch. Anzug versaut. Ist da jemand? Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen wir Hackfleisch aus dir. Blöder Köter. Verdammt, da sind sie. Jetzt kriege ich dich doch noch, egal, kleiner Scheißkerl. Okay. Drücke LB. Mein Gott, geht das schnell. Ich kann nicht so hören, kann nicht so. Ich sammle die rein. Hey, wer ist der Kleine hier?
Weiß nicht. Nie gesehen. Genau, in die Richtung muss ich. Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich brauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Das war kein Schwein. Das klang mir nach... Hast du Scheiß in den Ohren? Das war ein Schwein. Hör nicht hin. Ja, aber... Das muss ich alles zweimal sagen. Als Maul und geh wieder in die Arbeit. Denn das bleibt nicht das einzige Schwein. Okay, okay, ich... Der überhaupt? Also, du willst immer noch kündigen? Ja, vielleicht nächsten Monat. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht werde ich Synchronsprecher. Ich wirst du Synchronsprecher, also bist ja schon im Spiel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe es dir helfen. Mein Anzug sieht aus. Nochmal sagen, Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Gehen wir. Schichtwechsel, ja. Also ich warte lieber mal ab. Richtung. Komme sofort! Oh, hier kommt niemand. Okay. Komme sofort klingt gut. Ja, von einem Freund. War todsicher. Ah. Ich weiß nichts von dem Stoff. Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Stadt gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll's dir so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Oh, Sammy, nicht so zimperlich! Yeah!
Bin nie zimperlich. Los, Sammy, nicht so zimperlich. Natürlich, natürlich. Da muss natürlich noch ein Beil hingeworfen werden. Ja, ja. Feiger geht's aber nicht. Jungs, macht ihn fertig. Nein, 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 das sehe ich nicht so. Ich sehe das anders. Komm, du Dreckskerl! Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher! Okay, Danke, Vito. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Er hat eine Waffe. Schieß! Da ist er! Ja, ich brauch mich. Leck mich! Daneben! Nicht schlecht, Mann. Nicht schlecht. Okay, Vito. Kaufen wir uns den kleinen Wichser. Jetzt habe ich Munition, aber nicht so viel. Der pisst sich in die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Ja, rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Scheiße, zu spät. Da kommen sie. Gib mir Deckung, Vito. Alle Achtung, Vito. Noch einer. Oh, die schönen Autos. Seht ihr ihn? Ist das eine Spielzeugpistole? Du nicht drauf? Die kaufe ich mir. Gib dir Deckung. Der Bartkopf! Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanzlutscher. Klopf, klopf. Komm schon, lass mich rein. Let me in, little pig, little pig. Komm ich denn irgendwo anders noch rein, Doc? Schafft er es selbst, oder? Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Aha, jetzt geht's rund. Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hältst dich wohl für verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Ah, Scheiße! Komm her, du Wichser! Verschwinde, du Arsch!
Einzel aus dem Leib, du kleiner schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hä? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in den Laden. Warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchengrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unserem Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von ihr verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Dieser kleine Psychopathen seid ihr, aber alle. Also, triff dich mit Eddie im Verkauf. Eddie im Verkauf, was? Ich weiß. Ruhe. Mit Eddie. Okay, dann treffen wir uns erstmal noch mit Eddie. Dann schauen wir mal, was alles noch so kommt. Das war doch eine witzige Mission, oder? Oh, die Kübel. Alter! So, also ich kann wirklich, also ich kann Auto fahren. Gut, im Videospiel meine ich. Im wirklichen Leben kann ich es auch, aber Videospiel der Zeit. Kommt immer drauf an, wie es programmiert ist und was einem alles entgegenkommt. Ja, ab über die Brücke, durch den Tunnel und zum Treffen, ja. Bleibt dran, Leute, bleibt dran. Das wird jetzt spannend. Wir haben das ja erledigt. So, hier fahren wir raus. Also links, ich glaube links auf der Seite ging es Richtung Friedhof, wo wir die erste Leiche verbuddelt haben. Kann ich mich noch erinnern. So weitläufig ist das ja auch nicht unbedingt. Ja, es macht ja auch Spaß, hier ein bisschen rumzufahren. Leute zu überfahren, Ampeln sogar, da natürlich, immer wenn ich sowas sage, ist natürlich gleich wieder, Moment. Wenn ich Ihnen was verkaufe, gehen Sie dann? Weil ich so rieche. Habt ihr es gehört, wenn ich ihm was verkaufe, gehen sie dann, wenn ich jetzt mit diesem Jauchegeruch auftauchen würde, da wo wir uns treffen, wäre zum Beispiel auch dasselbe, dann würde man mir sagen, dass ich stinke wie ein Iltis und so. Aber Hemd und Hose, Hemdjacke, Lederjacke mit Hemd klingt. Praktisch und salopp, nicht wahr? Oh nein. Diese Qualität ist ihren Preis wert. Freizeit, Regenmantel, Freizeit, Anzug. Ich will was Besseres, ey. Das passt ja perfekt. Genau, ich will was Ordentliches. Ich will hier keinen. So, da auf kann bald, man, Sir. Genau, da kann man mir wenigstens nicht nachsagen. Dass ich stinke wie ein Iltis.
ja, da konnte ich auch nichts dafür. Das ist eben das, was auf meinem Kopf gerieselt ist. Praktisch die ganze Kloake. Ja, falls ihr jetzt was esst, überhört das einfach. Natürlich, natürlich, einfach rumfahren, einfach so. Ja, jetzt sind wir da, ja, es war nicht gelogen, wir sind gleich da, ich hab das auch so. Ich park mal meinen Kübel genau hier. Meine Güte, Leute. Kein Respekt. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Ach, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen. Du kannst mich mal. Okay, das reicht. Und gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Echt mal, welche Seife. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey, viel Glück. Ich glaube, für die Aufnahme sollte ich mir auch einen Anzug besorgen. Ja, also es wäre so. Jetzt bist du dran, Vito. Sowieso so gekommen. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito. Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott, oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Amico nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen.
Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Hey, hey, everybody, let's have some fun. You only live it once, but when you did, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Wow. Kapitel 10 sind wir jetzt. Zimmerservice. Villa Scaletta, 15. Juni 1951. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Hallo? Hey Vito, ich bin's Eddie. Ja, Eddie, wie geht's? Komm sofort in Joes Wohnung. Okay, gut. Was ist los? Kann ich dir nicht am Telefon sagen. Gut, ich bin gleich da. Ja, ja, wir haben noch ein. Oh, was habe ich denn hier noch? Eine Empire Bay Footballjacke. Hey, hey, everybody, let's have some fun. Ist die Musik auch mal aus oder so? Ich suche erstmal nach dem Playboy. Nein, das wollte ich nicht sagen. Weil dieses... Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Hey, hey, everybody, ja, ich sag euch mal eins, ich mache jetzt erstmal Schluss mit dem Part. Ich glaube, die Musik hat sich hier ein bisschen aufgehangen, dass sie immer wieder so kommt und immer wieder gespielt wird. Ja, diese melancholische Musik mag ich übrigens ohne Ende von Mafia 2. Für mich ist Mafia 2 eh das beste Mafia-Spiel. Ihr könnt jetzt sagen, okay, der erste Teil war der beste, aber nein, nicht wirklich. Weil hier wird eigentlich eine richtig geile Geschichte erzählt. Eine Mischung zwischen Open World und geskripteten Dingen und es macht einfach Spaß. Okay, mit den Worten möchte ich erstmal sagen, Schluss und mir hat's, ich bin verabschiedet natürlich, nicht Schluss, ich erschieße mich nicht, ich will erstmal sagen, okay, bis zum nächsten Mal, ja. Ja, vielen Dank, wenn ihr bisher dabei gewesen seid und ich gehe mal davon aus, sonst muss ich jemanden auf euch schicken. Zu euch schicken. Ja, dann war es das erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Mafia 2 Definitive Edition. Ich bin erstmal weg. Tschüss, ciao und bis dann.